Damit herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ich muss sagen, allein dieses Schnaufen und Atmen und diese Musik macht mich ein bisschen fertig. Servus. Warum hast du lange Arme? Bist du weiterhin unsere Freundin? Okay, ich kann nichts machen. Sie rufen. Ach du Scheiße. Junge, ist gar nicht creepy oder so. Komm ich mal kurz eigentlich hier dran? Da liegt ein Hammer. Au. Soll ich jetzt ernsthaft die Spieluhr kaputt machen, Alter? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, fanden sie nicht so witzig. Sorry, Six. Wo bin ich? Ach, da. Sie haben mich getroffen, mich ja mehr. Ich habe vielleicht ein bisschen spät gecheckt, wo ich bin. Mein Finger rutscht so hart von der... von dem Stick ab, Alter. Ich hab Sprengstoff nebenbei. Aber okay, ich drücke übrigens auch laufen. Mein Finger rutscht schon wieder. Junge, ey. Im Controller spielen ohne vernünftigen Finger zu haben, ist echt anstrengend. Ich spiele jetzt mit zwei, also mit Zeiger und Mittelfinger gerade. Warum ist sie eigentlich plötzlich so schnell? Klar, den Tisch reißt sie um, aber den Stuhl... Junge, hat sie die einfach eingedrückt. Den Stuhl reißt sie einfach um, aber den Tisch nicht. Sure thing, bro. Da steckt eine Axt drin, die kann ich bestimmt nehmen. Ich habe halt keine Ahnung, wo sie ist, ne? Okay, sie finden es nicht so witzig, wenn ich ey sage.
bin nicht so schnell, wie ich erwartet habe. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, oder? Doch, habe ich. Okay. Wir müssen unsere Spieluhr zerstören. Hallo? Okay, wir können im Kreis laufen, scheinbar. Wir sind durch das Portal gekillt. Okay. Meine Güte, ey. Servus. Bin mir nicht sicher, was genau jetzt eigentlich passiert ist. Also der Slenderman hat sie gegriffen, den Fernseher gezogen, dann haben wir versucht sie rauszuholen. Okay, sie kommt also schon, wenn ich nicht direkt reingehe, richtig? Ja, sie killt mich halt durch das Portal durch. Okay, dieses Mal ist sie einen Augenblick länger da geblieben. Ja, schön, dass sie durchgegriffen hat, okay. Ich hing da leider an einer Ecke fest, sonst hätte ich das geschafft. Okay, jetzt geht sie schon auf mich drauf, ohne dass ich sie rufe. Spannend. Junge! Wann reagiert sie denn auf mich? Also scheinbar reagiert sie da hinten auch auf mich, wenn sie mich sieht. Und sie sieht mich halt, wenn ich zurücklaufe. Aber sie kommt halt nicht nach hier vorne.
So. Leck mich, wir machen deine Spieluhr kaputt. Das vierte Mal, glaube ich. Ich möchte anmerken, dass alles neben mir auch glüht. Ich glaube, wir sollten hier raus. Was auch immer das hier ist. Hallo? Es hat ein Auge. Warum hat es ein Auge? Warum hat es zwei Augen? Okay, Bruder. Dann kann ich halt gar nichts machen. Schon wieder hängen geblieben? Aber wie passiert? Ich komme hier nicht lang. Er fängt auch einfach nicht wieder an zu laufen. Ich glaube, ich kann einfach auf dem Dingens stehen bleiben, aber ich kann halt, wie gesagt, auch echt schlecht steuern gerade. Ich rutsch schon wieder ab, ey. Ich sag euch, ihr Pflaster auf dem Finger ist einfach nur Arsch. Ich back hier fest, ne? Also manchmal glaube ich echt, das Spiel wird mich verarschen. So ich springe irgendwie gegen eine unsichtbare Wand und bleib da hängen. Oder ich laufe einfach nicht, obwohl ich laufen drücke. Ach, jetzt hat es auf einmal funktioniert. Gut. Ja, los, komm. Bah, hast du viele Augen, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht laufen.
Servus, mir Leben. Hat sie uns losgelassen, weil sie nicht mehr halten konnte, oder hat sie uns losgelassen, weil sie uns nicht halten wollte? Wichtige Fragen. Signalstörung. Jetzt ist alles vorbei. Und damit haben wir scheinbar das Ende von Little Nightmares 2 erreicht. Das war jetzt alles sehr überraschend, muss ich zugeben. Ich habe nicht so bald mit dem Ende gerechnet. Ich habe keinen blassen Schimmer, was hier gerade passiert ist. Wir sind jetzt scheinbar selber zu so einem Slenderman geworden. Weil wir in irgendwie so eine Schleimmasse runtergefallen sind, nachdem wir Six gerettet haben. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob es eventuell verschiedene Endings gibt. Ne, dass man nicht nochmal auf die Spiele draufkloppt oder so. Oder keine Ahnung, wenn man mehr Hüte gefunden hat oder mehr Erinnerungen oder so. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das mit den DLCs ist. Weil im Endeffekt würde ich jetzt nicht sagen, dass wir am Anfang von 1 sind. Sondern irgendwo dazwischen. Aber okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Güte. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel.
Eventuell sehen wir uns noch zu den DLCs. Ich verabschiede mich schon mal für diesen Part. Wie gesagt, entweder zu den DLCs oder zum nächsten Part dann morgen, zum nächsten Projekt dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss! Thank you.
Thank you.